Hallöchen, zurück bei Bus-Simulator 16. Weiter gilt die geht die wilde Fahrt. So. Und die täglichen Sprachprobleme. Mit der Linie 16. Oh, man sieht aber nicht viel. So, dann fahren wir gleich nochmal die andere Route mit dem neuen Bus. Bumps gemacht, aber kein Unfall stand da nirgends nicht. Naja. Eigentlich war es ein Unfall diesmal. Was ist eigentlich für eine Farbe? Hautfarbe? Ich weiß es nicht. Da haben wir irgendeine genommen. Der Ackerfahrservice ist auch wieder in Betrieb, sehe ich gerade. Das ist auch ganz nett. Aber es geht nichts über den Vorwärts-LP-Fahrbetrieb. So. Jetzt hier Penelope Fischer Weg wieder mal. Mann, da steigen aber viele aus, du. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Tagesfahrkarte, ernsthaft? Das ist aber gar nicht mehr so lange Zeit, ne? Das weißt du, Kollege. Wir haben nicht mehr viele Stationen. Aber vielleicht nimmst du ja irgendeinen Bus zurück und so. Das sieht man ja hier alles nicht. Man sieht hier auch leider keinen Bus entgegenkommen. Das ist ein bisschen schade. Grün, ja, ist grün. Als Busfahrer sitzt man ja auch immer lange, ne? Wie als wenn man lange vorm PC sitzt. Und schon einmal die Arschbacken gehen. Aber ich bin gerne mal so ein Sesselpupser, du. €7,20, ne? Richtig. Vielen Dank. Jo. Irgendwas. Na, irgendwas blockiert die Tür natürlich. Guter Herr. Tut mir leid. Das soll es ihm auch. So, jetzt müssen wir hier wieder in die schmaler werdende Straße. Beziehungsweise ist ein bisschen verlagert, weiß ich auch nicht. Komische Kreuzung hier. Nächster Halt, Meisenstraße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Wird eigentlich nicht blinken, na gut. Dachte, was macht der denn da? Alles gut. Ja, wir sind ein toller Service, ich weiß. Dann beehren Sie uns bald wieder. Die Linie 16 dankt. Und der Busfahrer Benjamin auch. Zack, auch das wäre geschafft. Acker, legendär, Turbinator erfahren. Oh, die kriegen immer mehr Geld. Oh. Wir bringen den auch immer mehr ein. Das weiß ich nicht. Ah, oh, Mist, knapp Stufe 21 verpasst, wa? Da gibt's aber auch nicht, ja.
Doch, das wird immer mehr. Das ist doch gut. Das ist nicht so gut, aber okay. Erweitere Strecke 2 auf eine Mindestdauer von 10 Minuten und befahre sie. Ja, das kann man immer machen, ja. Wo ist denn Strecke 2? Soll ich das machen? Ich weiß es nicht. St. Martinstraße Süd. Stiftgasse. Schillerstraße, Südtiroler Straße. So gut. Kann die auch noch hier fahren? Fährt die auch zur Universität? Naja, wir können auch die fahren. Umgekehrt wollen wir nicht. Aber jetzt nehme ich mal die 505. Wir fahren jetzt mal mit einem neuen Bus. Der sieht also so aus. Den muss ich mir auch mal ein bisschen begutachten. Aha, ein MAN-Bus. Nice. Muss ich mal eben die Tür öffnen, dann muss ich nochmal aussteigen. Hab mich noch gar nicht so richtig angeguckt. Ja, die sehen ein bisschen anders aus. Und der ist, glaube ich, von 2014 oder so. Okay. Der klingt natürlich ganz anders. Hat er auch eine andere Hupe? Nee. MAN-Busse, in echt mag ich die nicht so. Muss ich sagen. Särgen? Hab ich Särgen oder Sagen gesagt? Weiß ich nicht. Naja, es ist nur noch ein Busmodell offen. Den MAN-Gelenkbus. Den beschaffe ich mir natürlich auch noch und den zeige ich euch auch noch. Ja. Und dann mal gucken, was wir noch alles hier machen. Viel auf der To-Do-List ist aber immer nicht mehr. Außer, dass ich jetzt hupe, dass er immer weiterfährt. Hört sich zwar komisch an, aber der gibt ordentlich Beschleunigung, der gibt ordentlich Gas. Ja. Der hat Power, doch. Bestimmt mehr PS. Oh, die fahren auch nicht so richtig. Drei Türen hat er. Habe ich auch eine Rampe hier? Habe ich. Aber brauche ich jetzt ja nicht. So, okay, ein Schüler, Einzelfahrt. Eine. Zack. Danke. Einen schönen Tag. Ja, ebenso. Hier rum, da kann man jetzt immer noch einen winken sehen. Nee, da steht keiner. Also bezüglich eines Busrenns oder Parcoursrennen wieder, wobei man da nur ein bisschen Geld verdienen kann und die Ergebnisse vielleicht ein bisschen verbessern kann. Ansonsten hat man es ja gemacht und ich habe es auch gezeigt. Also alles gut. Stiftgasse. Da gehen alle stiften. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Du hörst dich nun wirklich an nicht wie ein Schüler. Du hörst dich nun wirklich an nicht wie ein Schüler. Du hörst dich nicht wirklich an wie ein Schüler, so. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Du, Lady. Was brauchst du? Ach so, Fahrkarten. Nichts anderes, wie du aussiehst. Ne? Warum sehen die alle immer so sexy aus? Die ganzen Schülerinnen. Aber ich glaube, es wird heute ist immer mehr so ein bisschen, dass sie
Frauen und Mädels so ein bisschen reizbar sind und... Naja, man soll das männliche Geschlecht anmachen. Aber auch für sich wollen die so ein bisschen sexy aussehen, natürlich. Ganz klar. Oh. Falsche Fahrspur. Ah, 30er-Zone. Das ist Wet. Aber es ist nicht der Wet Nose Day, oder? Ach ja. Da ist ein Rollstuhlfahrer wieder unterwegs. Was die hier für Strecken ablaufen, ne? Und so lange dauert es hier auch alles nicht. Braucht man ja bald gar keinen Bus. Das hätte man alles ein bisschen größer machen sollen, ne? Hier weiß ich nicht. Schade eigentlich. Aber naja, was willst du machen? Wir sind aber knapp in der Zeit. Ich glaube auf die Sekunde. Wirklich noch. Eine normale Fahrkarte, bitte. Ja. Wollen ja das meiste. Geben meistens auf 5 Euro und dann kriegen die 2,80 zurück. Oh, der Bus ist doch ganz nett. 30er Zone ist aber nicht nett. Ist das für Maya-Markt? Oder was heißt das? Maya. Die haben auch grün, ne? Ist immer so ein bisschen blöd. Wenn ich das deutsche Verkehrssystem ausgedacht habe, so, weiß ich nicht. Tatütata. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt. Ja. So. Vielen Dank. Das war schon. Alles klar. Blinker geht doch aus. Oh. Hey! Nächster Halt. Aber ich habe die Ampel nicht gesehen. Tut mir leid. Immer wieder was Neues hier, ne, beim Propheten. Okay. Jetzt bin ich dran. Ja, ich könnte hier mir auch Mods installieren oder vom Steam Workshop, aber die sind alle so ein bisschen. Die Bewertungen sind manchmal nicht so gut, dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Da bin ich aber so ein bisschen skeptisch mit. Na, das weiß ich nicht. Ob ich da mal was von mache. Oh, ich muss. Einmal Rückwärtsgang, bitte. Nichts passiert. Ihr spult mal bitte die letzten 10, 15 Sekunden zurück, dass ja nichts passiert. Müsst ihr eigentlich rausschneiden? Nein. Ah, ihr wisst schon. Ist ja nichts gewesen. Nur, dass ich ein bisschen zu weit gefahren bin, ne? Neue Straße West. Ich bin zu weit gegangen. So. Madame.
3 Stück willst du. €3,40. Danke. Einen schönen Tag. Jo. Ebenso. Man kann ja auch bestimmt die Routen so einstellen, dass man auch vielleicht drehen muss, so, ne? Aber das weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Wobei ich, wenn ich weiß, ob ich alle Routen oder alle Haltestellen brauche, mit der einen Haltestelle und mit der anderen Haltestelle. Keine Ahnung. Also wenn man mal nicht alle Errungenschaften hat, dann ist es auch nicht so verkehrt. Ist auch nicht so schlimm. Aber in echt fand ich das früher als Kind manchmal lustig. Da, wo die immer Pause gemacht haben, die Busse. Und dann drehen die ja und dann fahren die in eine andere Richtung. Aber dann, ja, die machen ja noch so schön Pause, haben manchmal so ein Häuschen, wo die ein bisschen, ja, vielleicht kacken gehen oder was ich was. Das ist hier natürlich auch nicht eingebaut. Hier kann man nur zu seiner Garage zurückfahren. Nächster Halt, Universität. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Weil ich aber eigentlich alle Haltestellen, glaube ich, abgedeckt habe. Ich sehe zumindest keine, die ich nicht abgedeckt habe. 1000 verschiedene Routen und ganz viele Haltestellen. Überall fährt jemand. Und es ist ja auch machbar, umgekehrt zu fahren. Von daher müsste das ja eigentlich alles in Ordnung sein. Das verstehe ich dann nicht so ganz. Warum die mir nicht sagt, ich habe alle Routen oder alle Haltestellen abgedeckt. Keine Ahnung, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich habe jetzt ja noch mal ein paar Routen hier angepasst. Na, mal sehen. Sonst ist das eben so. So, auch hier ist die Universität der letzte Halt mit dieser Linie. Linie 2. Da hätte ich wirklich mal bei der einen Spezialfolge mal... Dann hätte ich wirklich mal fahren können, die 9. Das, wo hier hinten steht denn die 9? Aber ansonsten steht hier vorne ja Universität und so. Oder was ich was. Dass man das nicht so noch ein bisschen selber benennen kann. Obwohl die Endhaltestelle steht ja eh da drauf, ne? Stimmt. Aber das, trotzdem, dass man das selber benennen könnte oder hier sind die Haltestellen anders benennt. Das wäre auch nicht schlecht. Zum Beispiel so 509 und dann steht da vorne Imsum oder so. Das wäre lustig gewesen. Nee, muss gar nicht. Muss ja geradeaus. Obwohl es schon wieder Tatütata, man, hier ist aber immer was los. Aber nee, das ist diese Haltestelle, diese Ampel. Die dauert immer so ewig. Und da komme ich wahrscheinlich wieder zu spät. Genau, hinter uns war eine Garage irgendwo da vorne. Verbirgt sich hinter dem Apartment oder was ist das? Ich muss hier rüber, nur. Universität. Ups, Absenken habe ich vergessen. Tatütata. Ach so. Naja. Was ist. Habe ich nicht geblunken, ne? Lass mich auch nicht durch, ja. Was ist das? Na, dann fahre ich dann nicht zurück. Pech. 76.000 wieder eingenommen. Warum bin ich immer noch hier so? 82.000 verdient? Hä? Ich verstehe das nicht. Mafugi ist erfahren. Timmy ist sehr erfahren. Ding, ding, ding.
Hä? Ach so. Ist alles komisch. Ja, es wird schon ein bisschen mehr, ne? Die Fahrer sind gut. Gehälter sind auch immer mehr, Buswartung und Versicherung natürlich auch. Stufe 21, neue Busfarben. Neue Werbung. Neue Fahrer. Neue Aufkleber. Das sind ja meine ganzen Fahrer. Legendär. Vielleicht wird es aber auch nicht besser. Die müssen alle noch ein bisschen gut werden. Legendär ist durch. Okay. Das ist ganz nett. Hier habe ich noch mehr Bewerbungen. Könnte noch wieder mehr einstellen. So. Was haben wir denn hier? Habe ich hier eigentlich irgendwas drauf? Was gibt es denn hier schon wieder für neue Aufkleber? Das habe ich alle freigeschaltet. So ein komisches Schnurrbart. Und alle Farben? Scheinbar, ne? Was ist das hier? Ein Wolf. Da wird sich aber jemand freuen. Aber welche Farbe mache ich das mal? Grau. Gab es sonst noch was Schönes? Ihr seht das ja alles hier. Also ich weiß nicht genau, man kann das natürlich auch immer größer machen und dies und das. Aber ich weiß gar nicht genau, wo ich alles hier hinklatschen soll. Und ansonsten habe ich jetzt schon alle hier gehabt. Okay. Werbung. Habe ich jetzt auch alle. Amphi. Okay, nehmen wir das. Ja, ob die jetzt so toll aussieht. Was denn hier so schön ist. Hier können wir auch noch ein paar Aufkleber machen. Den Hermesstab oder so ähnlich sieht das aus. Oder so ein bisschen. Oh. Kommt man ja auch bald auf komische Gedanken. Ja, ich weiß nicht, welche Farbe immer am besten ist. Muss man da mal rumprobieren, ne? Könnt ihr da mal selber gucken. Und, aber allgemein habe ich jetzt alle Farben. Diese Farben habe ich jetzt auch. Okay, aber es geht noch weiter. Ich weiß gar nicht, was ich dann noch freischalten soll. Ich habe jetzt eigentlich quasi alles freigeschaltet. Alle Farben. Alle Aufkleber. Und alle Werbungsteile. Nehmen wir auch nochmal den. Das haben wir auch geschafft. Habe ich ganz vergessen gehabt. Jetzt haben wir auch schon wieder ordentlich Geld. Da könnte ich die Sachen noch aufpimpen, ne? Und neue Fahrer wieder einstellen. Ja, muss ich mal sehen, ob ich euch... Ja. Aber normalerweise habe ich hier alle Haltestellen freigeschaltet. Naja. Mal sehen, was wir denn in der nächsten Folge machen. Einen Bus hab ich euch auch noch zu zeigen und ansonsten muss ich dann mal sehen, wie lange das hier noch geht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!